keinmal. Es gibt keinmal. Dem sagt wie's geht. Dem sagt wie's geht. Sie starben und liegen nun unter dem Schnee. Nebeneinander. Aufgereiht wie im Leben. Was sollen die Knochen des Kriegers erzählen vom männlichen Wesen? Was war's, das alles verzerrt? Lag es an Ehre? Pseudo-Gelehrte verlassen die Werte der Erde vor männlicher Herze und Stärke. Doch gab es auch die, die sich wehrten, die Essenz, die sie erbten, auf Missbräuche klärten. Doch reichte die Zeit nicht, um Vergangenheit auszumerzen. Besser blau als rot, besser draufhauen und weggehen als Emotion. Gefühle in der Seltenheit, umgeben von Phallus-Symbolen. Maskuline Ikonen, Fußball und Mannschaft, Testosteron, Adrenalin, kraftvoll der Sohn, liebend die Tochter, Bilder geformt, navigieren den Kompass, denunzieren und sonst was, halten und reproduzieren die Norm, Konformität reiht sich ein in den Brei. Da alles deins Männliche am eigenen Verfall verendete, entsteht heute eine neue Form von Wendekind, das nicht mehr sofort mit Wort und Händen ringt, weil die anderen es gar nicht erst hänselten. Schafft es, Folgen von Stereotypen zu bändigen, alte Klischees nur noch lachhaft, naiv und beängstigend. Die vom Zwielicht Geblendeten hinterblieben als die für die Finsternis Kämpfenden, wurden vergessen und werden sich nie wieder männlich nennen. Es gibt kein Mann, dem sagt wie's geht. Sie starben und liegen nun unter dem Schnee. Nebeneinander, aufgereiht wie im Leben. Was sollen die Knochen des